Diesmal geht es darum, wie wir die App verändern müssen, damit beim Drücken des Buttons irgendetwas passiert. Dazu brauchen wir beim Button jetzt einfach nur ein weiteres Attribut anzugeben, onRelease. Das ist quasi das Ereignis, wenn man den Button gedrückt hat und ihn wieder loslässt. Und dann schreiben wir jetzt einfach mal was hin. Ab, das ist ja der Berechner-Button, Berechner. Und ich gebe jetzt gleich, damit wir sehen, was da passieren kann, hier mal drei Argumente mit self, root und ab. Speichern wir das ab. Dann starten wir jetzt hier einfach wieder die Anwendung. Und das startet schon mal. Und jetzt drücke ich auf dieses Berechner und das sehen wir hier unten, die Rechner-App hat nicht das Attribut Berechner. Also müssten wir jetzt an der Stelle etwas machen und wir sorgen einfach, wir definieren jetzt das Attribut Berechner und das soll ja eine Funktion sein. Und ich gebe jetzt einfach mal hier vier Argumente an, die übergeben werden. Was die sind, wird sich hinterher zeigen. Und hier schreiben wir einfach rein, als erstes mal Berechner ausgeführt. Speichern das ab, holen uns unser Terminal her und starten ein zweites Mal und schauen, wenn ich Berechne drücke, erscheint also hier unten in der Konsole Berechne wird ausgeführt. Zumindest läuft unser Programm jetzt wieder durch und wir werden jetzt mal schauen, was können wir da machen. Und zwar haben wir jetzt hier schon mal vier Parameter angegeben und wir sagen, wir möchten diese vier Parameter einfach mal sehen. Das mache ich jetzt einfach so. Und zwar for x in a, b, c, d. Und das muss ich alles ein bisschen eindrücken, damit es funktioniert. Und am Ende sorgen wir. Wir sind fertig. Speichern das ab. Beenden die Anwendung und starten die Anwendung ein zweites Mal. So, ich drücke den Button Berechne. Und was passiert jetzt? Schauen wir uns das an. Es wird erst diese Ausschrift gebracht, Berechne wird ausgeführt, dann kommen A, B, C, D jeweils mit der Ausgabe und fertig. Und jetzt sehen wir, was bedeutet A, B, C, D, was sind die Übergabeparameter. Schauen wir uns das also, hoppla. Schauen wir uns das alles mal in der Gegenüberstellung an. Übergeben habe ich hier an die Funktion drei Parameter, nämlich self, root und app. App ruft das ganze Ding auf. App ist diese Rechner-App, die wir hier stehen haben. Und beim Aufruf ist quasi dieses A, was wir hier stehen haben, identisch mit dem app, was hier ist. Und wir sehen, das ist hier drüben in der Ausgabe die Rechner-Applikation, also das Hauptprogramm. Als nächstes kommt ein Übergabeparameter, der heißt hier self. Das ist dann hier der zweite Parameter. Und das ist der Button, das Objekt, was also auslöst.
Dann kommt als nächstes hier der Parameter Root, das ist dann hier das C. Und das C ist in diesem Fall das Box Layout, das ist also unser gesamtes Grafikobjekt. Und das letzte App, was hier hinten auftaucht, ist nochmal identisch mit dem ersten hier oben, also das und das sind das gleiche. Oder hier nochmal A und D sind das gleiche. Ich habe also jetzt effektiv schon mal drei Variablen, Self, Root und App. Und diese drei Variablen haben die Bedeutung, das Widget, was aufruft, die gesamte GUI und die App insgesamt. Und das kann ich also jetzt nochmal hinschreiben. Jetzt würde ich hier also das ändern in alter Schreibweise. Das erste Argument bei einer Objektmethode ist Self. Das nächste ist der Button. Dann kommt die GUI. Und das letzte ist die App. Und ich werde das jetzt auch nochmal ändern. Also für Self. Button, GUI und App. Und dann ist es ein Programm, das lesbar ist. Speichere ich ab. Ich beende das Programm hier und rufe es nochmal auf. Probiere und dann funktioniert es. Und ich habe jetzt also einen Quellcode, der sauber funktioniert. Die also schon was macht und jetzt könnte ich einfach sagen, gut, wenn das alles fertig ist, dann sage ich noch, ich möchte jetzt gern von diesem Button den Text umändern in fertig berechnet. So. Was passiert jetzt? Jetzt wird quasi hier dieser Text auf das Attribut Text vom Button zurückgeschrieben und der Button ist genau dieser hier, nämlich der das aufruft. Ich speichere alles ab, hier ist es abgespeichert und ich rufe es nochmal auf und drücke wieder berechne. Oh, und es passiert nichts, weil ich das hier noch nicht gespeichert habe. Sehen wir hier, das ist noch nicht gespeichert, also speichern wir nochmal. Probieren es und es funktioniert. Damit haben wir also es geschafft, mit dieser Anweisung Informationen wieder zurück in die grafische Oberfläche zu schreiben. Und hier mit diesen Anweisungen haben wir Daten aus der grafischen Oberfläche, aus der Anwendung in unsere Konsole geschrieben. Wir sehen diese Informationen hier und natürlich können wir dann auch mit diesen Informationen irgendwas machen und berechnen.